Hi Leute, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Point and Click The Whispered World. Ich hatte leider überhaupt keine Idee, wie wir jetzt hier weiterkommen und habe einfach dann mal in die Komplettlösung geguckt. Allerdings wirklich nur für diesen Tipp mit der Maus oder beziehungsweise mit dem weiteren Spielverlauf. Und wir müssen, beziehungsweise wir können tatsächlich in diesem Schreihaus hier tatsächlich das Horn freikriegen, aber, und das ist mir ehrlich gesagt völlig unschlüssig, mit dem fetten Spot. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Aha. Das ist doch Opas Hose. Bando! Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Super, das Horn ist wieder frei. Sehr gut, gut gemacht, Spot. So. Dann mal schauen. Die Hose nehmen wir natürlich wieder mit. Wie denn? Ich komme nicht ran. So lang sind meine Arme nun doch wieder nicht. Okay, können wir die mit dem Taktstock angeln? Nein, mit dem Stab komme ich da nicht ran. Dann meinetwegen mit der Schaufel. Nein, mit der Schaufel komme ich da nicht ran. Ich die Maus am Schwanz ziehe und... Das ist so verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt ausprobiere. Dein Ernst? Das war eigentlich nur ein Scherz. Möchte ich wirklich in einer Welt leben, in der so eine Aktion von Erfolg gekrönt ist? Ja, gut. So, wir haben auf jeden Fall wieder Opas Hose. So, und jetzt müssen wir noch... Wir müssen diese Fabrik noch zum Laufen kriegen. Vielleicht können wir ja Bando dazu überreden. Der hat ja mal in der Fabrik auf jeden Fall gearbeitet, ne? Oh, ja. So, dann müsste er jetzt eigentlich wieder da sein. Okay, immer noch nicht. Dann gehen wir mal... Er scheint ja dann im Büro von Ruben zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hin. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Okay, gut. Dann, dann gehen wir nochmal und gucken mal, ob wir vielleicht mit unserem Inventar, vielleicht können wir mit der Axt ja irgendwas hinten in diesem Nebenraum da machen. So, das... Oh, Moment, was liegt denn da? Kaputtes Zahnrad. Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche. Oh, nimm das mal mit. Na, immerhin, dann wissen wir schon mal, wo wir das andere Zahnrad herkriegen. Ich dachte, wir würden das aus der Uhr kriegen. Aber das, dem scheint dann ja wohl nicht so zu sein. So. Kriege ich das nicht einfach in die Tür mit der Axt klein zu hacken? Nein, die Tür ist zu massiv, um sie aufzubrechen. Och, oder ich bin zu schwach. Eins von beidem. Ja, wahrscheinlich beides. Ja, okay, gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch die andere Hälfte des Zahnrads. Nochmal. Ich glaube, in der Fabrik hatten wir schon komplett geguckt, oder? Ach nee, die war ja hier unten. Na komm, weiter runter mit dir. So. Nichts weiter außer den Anzeigen und das Rad. Und wir können... Ein Rad? Wofür das wohl gut ist? Nein, das ist kein Zahnrad. nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Ja, und wir müssen die Fabrik irgendwie zum Laufen kriegen. Sie sind aus. So, außer vielleicht... Ja, bla bla bla. Ich sollte jemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder noch besser.
Ich ignoriere die Dinger einfach und konzentriere mich wieder auf meine Aufgabe. Ja, deine Aufgabe ist doch momentan, dass wir die Fabrik wieder anschmeißen. Na gut, eigentlich ist die Aufgabe, dass wir bei Dingsbums oben hin können. Zu Lago hätte ich fast gesagt, zu Ruben. Ah, Bando ist wieder da, sehr cool. Reden wir nochmal mit ihm. Hallo nochmal. Ach du, schon wieder. Hast du das Nebelhorn geblasen? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Entschuldigung. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay? Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Ja. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Fabrik. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel. Es war das Allerschönste. Ich bring das nochmal ganz kurz. Über mir. Okay. Aber immerhin, Bando ist jetzt Vergiss raus. Es. Schon noch was. Und. Bis später. Ja, wir haben. Aber irgendwie. Schnauze. Mann, Gott. Und. Ruben müsste ja jetzt dann eigentlich wieder schlafen. Und wir haben ja jetzt Opas Hose. Vielleicht können wir mit Opas Hose, die kriegt man ja schneller geknotet als so ein Seil mit den Hosenbeinen. Vielleicht können wir die diesem Charakter ums Maul binden. So, komm mal her hier, oder? Nee, warte mal. Vielleicht. Nee, Mausel, vielleicht können wir mit dem kaputten Zahnrad erschlagen. Ich will nicht nachzählen, aber meiner ersten Schätzung nach verfügt das Tier über deutlich mehr Zähne. Ja, okay. Gut, dann nehmen wir einfach mal die Hose. Was zum. Wow, ich lebe noch. Juhu. Das geht tatsächlich. Dann müssten wir jetzt eigentlich nach oben kommen, oder? Sehr gut. Okay. Der hat wirklich viele, viele Perlen. Wo schläft denn der bitte? Ach du Scheiße. Aha. Ein Nagel. Gucken wir uns nochmal gleich kurz an. Ups, Vorsicht. Da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Kannst du den rausziehen? Ups, Vorsicht. Da. Ups, Vorsicht. Da guckt. Gläser, Perlen, Truhe. Oh mein Gott. Gucken wir uns erstmal das Bett an. Wieso quietscht es nur so seltsam? Da ist doch 100 pro so ein Vogel drin, oder? Wieso quietscht... Hallo? Seltsam. Da ist doch 100 pro so ein Vogel drin. Okay, gucken wir uns mal die Gläser an. Das sind ja noch mehr Perlen. Ungeheuerlich. Ich nehme mir nur eine einzige. Bei dem Haufen wird das ja wohl kaum auffallen. Wow, meine eigene Perle. Und sie gehört nur mir. Das ist das Wertvollste, was ich jemals besessen habe. Oh, okay, nochmal Perlen. Das sind jetzt wohl nur noch 9.999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. Eine reicht mir. Ich glaube, ich habe die schönste von allen erwischt. Oh, Tatsache, eine Perle. Truhe, auch voller Perlen. Das sind jetzt wohl nur... Eine... Okay, gut. Mehr können wir nicht machen. Ich würde mal sagen, das reicht auch. Dann, ja, dann haben wir ja im Prinzip, was wir wollten. Oh, oh. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Was? Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Bando! Bando! Wirf sofort die Fabrik wieder an. Hörst du schlecht? Bando! Okay. Bando soll also sehr schön. Dann gehen wir doch mal wieder die Fabrik anmachen. Beziehungsweise gehen wir erstmal zu Bando. Gucken mal. Ah, gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Na, was los? Ruben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das war ja nicht zu überhören. Das klingt doch gut. Ja,
Ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Ich glaube, das Suchen können wir uns ersparen. Ich habe da schon was für dich. Ich habe dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik. Das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Noch. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Okay. Dann sollte ja jetzt die Anzeige in der Fabrik wieder laufen. Vielleicht können wir damit jetzt mal was anfangen. Außerdem können wir dann mal gucken, können wir dann Bando mal in Aktion erleben. Gehen wir mal durch und gucken uns das Ganze mal an. Ui. Luke. Presse. Oh Gott, oh Gott. Anzeigen, Anzeigen, Presse. Kaputtes Zahnrad. Ah, mitnehmen. Sehr schön, zwei Teile vom Zahnrad. Da unten gibt es noch einen weiteren Raum. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Hallo? Ist da unten jemand? Keine Antwort. Aber ich höre Bando schaufeln. Ja, ist doch gut. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe. Aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Ja, wohl wahr. Was haben wir denn hier noch? Eine Presse. Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, damit werden Perlen gepresst. Nur so eine Vermutung. Nein! Nein, nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Oha. Okay, damit müssen wir scheinbar irgendwas pressen später. Ist nur die Frage, was. Das sind weiter nur Anzeigen. Ja, okay. Cool. Wir haben beide Teile des Zahnrads. Dann sollten wir doch die Tür da oben jetzt aufkriegen. Ach nee, hier war das genau. Bando wohnt ja da oben. So, einmal rein da. Und wenn die Tür dann auf ist, müssten wir auch, wenn wir die Kerzen alle ausmachen, die Yakis auf diese Seite der Insel locken können. Da Bando jetzt sowieso erstmal in der Fabrik ist, müssten wir da kein Problem mit haben. So. Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Schweißen. Spot. Verdammt. Ah, Moment, hier ist dieser Schraubstock. Kriegt man das da vielleicht hin? So, zack, beide Teile einmal rein. Und jetzt nehmen wir mal Feuerspot. Tatsache. Wunderbar. Dann setzen wir das Zahnrad da mal in den Mechanismus. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Ah, okay, ich muss die Zahnräder richtig... Alles klar, von dem Zahnrad zu dem Zahnrad. Ich würde mal raten, das Kleine kommt hier rein. Wenn sich das dann so dreht und das so. Okay, nein, das passt so nicht. Dann das Kleine... Okay, nee, Moment. Das nehmen wir mal komplett raus. Ich fange mal einfach mit dem kleinen... Nee, das wird so nicht getroffen. Nehmen wir mal das und tun das da rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann nehmen wir mal unser neues. Hier nehmen wir das kleine rein. Dann müsste ich hier das mittlere und...
Ah, Moment. Okay, nein, so nicht. Dann nehmen wir mal, ups, das ganz Kleine nehmen wir da mal raus. Passt so auch nicht. Oh Gott, das ist ja behindert. So. Dann. Okay, nein, so passt es nicht. Nein, 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 das ist verkehrt. Oh Gott, ich hasse solche Rätsel. Mal so und so, so würde das passen. Wenn ich das Kleine dann hier hin mache. Okay, nein. Denke mal, wir müssen... Das Große will nicht so wie ich. Wenn ich das... Moment, wenn ich das da wegnehme und das Große... Ah! So. Und wenn ich dann das hier hin... Nein, dann greifen die Zähne nicht. Hier greifen sie auch nicht. Das hier hin, das da hin. Und dann... Nein, das war klar, so nicht. So und so müsste das klappen. Ja! Sehr schön. Leg mal den Schalter um. Ja. Wow, geschafft. Sehr gut. Haben wir hier irgendwas freigelegt, außer den... Nein. Gut, dann einmal hin da. Ne?